Herr Professor Dück, wie können Unternehmen die enormen Datenmengen nutzen, die anfallen? Die Datenmengen fallen jetzt unter Umständen einfach so an, also weil man sehr viele Sensoren hat oder Statusberichte oder Logfiles. Wie kann man sie nutzen? Man muss erstmal gucken, ob sie überhaupt brauchbar sind und ob man die richtigen hat. Die große Problematik ist eigentlich, dass man nicht die richtigen hat. Und dann müsste man im Grunde erstmal nachdenken, welche man eigentlich erheben will. Ja, und ob das auch erlaubt ist, weil es vielleicht unter Umständen Personen betrifft oder so. Und ich würde erstmal für ein Unternehmen vorschlagen, dass man ganz genau nachdenkt, was man machen könnte, wenn man alle Daten der Welt hat. Dann könnte man ja noch sagen, welche muss ich dann rausfiltern, welche zusätzlich erheben. Es hängt sehr, sehr davon ab, was für ein Business das ist. Welche Auswirkungen hat Big Data auf die Arbeitswelt? Es wird halt vieles automatisch gemacht. Also es gibt sozusagen die normalen Dienstleistungsjobs, kann man dann vielleicht per Mausklick machen. Es gibt schon Robo-Advisor im Internet, also das ist die Software, die Bankberater normalerweise haben, wenn sie für mir sagen, welche Pfandbriefe ich kaufen soll. Die kann ich also selber anwerfen. Stellt mir die Frage, wie heißt du, wie viel Geld hast und so weiter, kann ich schon selber machen. Da fällt viel weg. Es gibt auch ganz große neue Geschichten, also im Internet der Dinge. Wenn man die ganzen Fabrikationsstätten, Autos und so weiter mit Sensoren verbindet, dann kann man sehr viele Unfälle verhüten, in der Medizin sehr viel mehr viele Menschen retten, vielleicht auch die Medizin irgendwie effizienter machen, dass man wieder mehr Zeit für den Patienten hat und so weiter. Was es jetzt schon gibt, das wird natürlich irgendwie so halbwegs weggemacht oder vielleicht zum Drittel. Viele Berufe gehen ganz weg und es entstehen einfach neue, so im Gebiet des Internets der Dinge. Und was bedeutet Big Data für den Kunden? Beispiel passgenaue Angebote, also entweder passgenaue Angebote oder vielleicht auch höhere Preise bei der entsprechenden Datenlage. Ja, da muss man gucken, was die Kundendaten eigentlich sagen. Ja, also ich kann natürlich das vielleicht sogar als Service kaufen von Unternehmen, die sehr viel mehr Kundendaten haben. Ich könnte ja jetzt, wenn ich irgendwie nur Babyklamotten verkaufe, dann irgendwie Amazon anfragen, wer würde die kaufen. Dann bezahle ich quasi einen großen Anbieter, der sehr viel mehr Daten hat und auch viel besser entscheiden kann. Ob man das selber alles machen kann, weiß ich nicht so genau. Also praktisch, da wird irgendwo zu wenig drüber diskutiert. Also ich zum Beispiel kaufe ziemlich viel für meine Kinder oder für irgendwelche Verwandten zu Weihnachten oder was sie nicht kriegen, weil wir besser surfen können. In unserer Familie sind alle so Digital Natives. Und dann sind meine Profile vielleicht gar nicht brauchbar. Und da muss man gucken, welche brauchbar sind. Und es gibt viele rechtliche Schwierigkeiten. Zum Beispiel gibt es so Ideen, wenn ich eine hohe Haftpflichtversicherungsprämie zahle bei der Bank, dann merkt die das und merkt, welchen Tarif ich habe bei der Versicherung, bietet mir einen billigeren Tarif an. Und dann ist die Frage, ob die Bank die Datenschutzpflichten übertritt und so weiter. Oder eine Bank kann Psychoprofile erstellen und so weiter und so weiter. Und da muss man irgendwie sehr gucken, was die Daten eigentlich hergeben und was ich damit machen kann und ob das erlaubt ist. Unternehmerpositionen Nord, eine Initiative der HSH Nordbank.